Moin Leute, willkommen zu den Course News. In den letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Unter anderem wurde Course 2 Jahre alt. Dazu gab es auch einen Trailer auf meinem Kanal, der jetzt oben rechts verlinkt ist. Wenn ihr den noch nicht geschaut habt, dann schaut ihn euch an. Wenn ihr ihn schon geschaut habt, dann schaut ihn euch nochmal an. Außerdem hat U-Core am 17.12. verkündet, also kurz bevor sie 2 Jahre alt geworden wären, dass sie den Clan erstmal pausieren werden. Psy wurde jetzt nach Ewigkeiten von Dismitch auch überholt und diesmal nicht wegen einem Rechenfehler, sondern weil Psy gegen den Zweikampf von Akuma verloren hat. Dismitch hat jetzt 53 Edo Vorsprung auf Psy. Auch das Porten im Course CW-System funktioniert nun wieder, nachdem es innerhalb der letzten zwei Wochen überwiegend nicht funktioniert hat. Das Course CW-Update ist bis jetzt noch nicht erschienen. Soweit das Update draußen ist, wird dazu aber ein extra Video auf dem Kanal kommen. Kommen wir auch schon zur aktuellen Top 10. Dismitch ist nun auf Platz 1, gefolgt von Psy und UBC. Akuma ist auf Platz 4, gefolgt vom ehemaligen Clan Elite. Aikro ist auf Platz 6, Yuko auf Platz 7 und Ultko auf Platz 8. Platz 9 und 10 belegen Rebirth of Skills und Trap Course. Für tägliche Course News könnt ihr auf Twitter vorbeischauen. Das war's dann mit den Course News.